glaube ich nicht. How long will it take if I got time for a shower? You could jump on the blue line. Take a bus from a station and I meet you out there. Get a drink if that's alright. Yeah. And don't care what we do, cause the night is out. As long as we do what we do for us. How long will it take if I got time for a shower? You could jump on the blue line. I could wait all night. Max hat sich an deinem Song bedient? Ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich war sehr überrascht, wirklich. Als ich de gehört habe, ich war so, nein, glaube ich nicht. Ist es wirklich passiert? Passiert es wirklich? Oh Gott. Nein, aber ihr habt es mega, mega toll gemacht. Ich bin total voreingenommen und parteiisch. Ich würde mich auf jeden Fall heute für Mini-Me Michelle entscheiden. Richtig geil. Dankeschön. Danke. I love you. I love you too. Deine Freunde, wie war das denn für euch? Überraschend. Oder? Sehr überraschend. Ich muss sagen, ich kannte die Nummer gar nicht. Und ich dachte, es ist eine gute... Nee, ich kannte... Nein, ey, lass mich... Ich hatte den Satz noch gar nicht zu Ende gesagt. Dann habe ich irgendwann gedacht so, ist eigentlich ganz gut. Dann habe ich irgendwann gecheckt, das könnte vielleicht von dir sein. Dann bist du hochgegangen, dann hat Flo mich noch gefragt, was macht Lena jetzt da oben? Was hat sie vor? Also erstmal Kompliment, großartiger Song. Danke. Haben wir jetzt in dem Fall tatsächlich einfach nicht gekannt. Ihr kennt ja wahrscheinlich auch keiner alle kennt Lieder unsere von... Lieder. House of God. Ja, okay. Aber es geht ja auch um euch. Ihr habt es mega abgeliefert. Ich kann mich gar nicht richtig entscheiden, weil ich auch wirklich überfordert mit der ganzen Situation hier war, weil das so die Hütte weggefegt hat, was ihr da gemacht habt auf der Bühne. Dankeschön. Dankeschön. Megamäßig abgerockt, ne? Ich hab's auch brutal abgefeiert. Ey, die ganze Stimmung ist hier hochgekocht. Nils, das war jetzt nicht ganz deine Komfortzone. Du singst ja normal ausschließlich die Toten Hosen. Und dann kam der Max mit so einem Lena-Song rum. Da war natürlich jetzt nicht direkt amused, hat es aber so geil angenommen und rockt, als wäre Campino Junior. Danke. Charisse und Jolene, ihr wisst genau, wo eure Schwächen, eure Stärken liegen und bügelt die gegenseitig super gut aus und habt einfach zusammen so einen tollen Sound. Auch danke an eure tolle Performance hier. Vielen, vielen Dank.
Michelle, jetzt wo ich hier da vorne auf der Bühne stehen sehe und neben mir die Lena, es ist wirklich so, ich habe echt so einige Parallelen. Also für dich war die Nummer natürlich ein Perfect Match. Dazu bist du auch noch so eine ganz sympathische Type. Dankeschön. Ich finde euch alle vier einfach mega. Hammer Leistung. Dankeschön, Hammer Ding. Aber ich muss mich leider entscheiden. Und das fällt mir sehr schwer. Okay, okay. Und ich gehe mit dem Talent, das mich hier am meisten überrascht hat und einfach megamäßig die Bühne gerockt hat. Und es ist der Nils. Herzlichen Glückwunsch, Nils! Michelle, Charisse und Jolene, Dankeschön! Als Toten-Hosen-Fan mit einem Lena-Song hat er es geschafft, Nils in die Singers! Yeah.